Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir hier einmal den Kiko Milano Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen. Was war das? Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der ist dieses Jahr einfach mal 30 Euro teurer geworden und deswegen gehe ich davon aus, dass wir halt auch richtig geile Sachen drin haben. 129,99 € kostet der nämlich. Das Design ist schon mal richtig schön. Ich glaube, hier kommen wir auch dieses Jahr mal ein bisschen besser an die Produkte ran als letztes Jahr, denn hier haben wir diese Schublädchen, ne? Das finde ich schon mal richtig nice. Was ich jetzt nicht akzeptieren würde für den Preis, jetzt wirklich mittlerweile ist das echt teurer geworden, als Schätzelein, ne? Sind diese ganzen Mini-Fitzel-Geschichten. Also ich möchte hier wirklich derbe was für mein Geld bekommen. Ich konnte auch nirgendwo den Inhalt von dem Adventskalender sehen. Deswegen, ja, seht ihr dann quasi sowohl bei Nicole als auch bei mir jetzt heute den Inhalt. Und ja, sie stellt nämlich jetzt auch gerade ihr Video online. Schaut gerne nach dem Video für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Schön, lasst uns reinkauen. Oh Gott, mein Gehirn ist schon wieder irgendwo anders. Und solltest auch du Teil dieser verrückten Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Also wir haben hier auch sehr, sehr große Boxen drin. Das heißt, wir könnten hier gegebenenfalls auch richtig was Krasses bekommen. Und ja, ich habe ein bisschen viel Blush drauf. Damit kommen wir alle klar. Wir starten am 1. Dezember. Klein, aber hoffentlich fein. Wir haben hier einen Monolidschatten drin. Und die haben das dieses Jahr nicht so gemacht, dass sie das quasi aus dem Standardsortiment genommen haben. Sondern das scheint halt wirklich exklusiv zu sein. Die haben ja auch immer diese ganzen Kollektionen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir so einen Monolidschatten auch bei denen finden werden. Ne? Also in der jeweiligen Kollektion. Und ich denke, dass die dann auch irgendwann mal launchen wird. Hier steht keine Grammzahl drauf. Das finde ich abgefahren. Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Sparkling Champagnerton und da sind Sternchen drauf geprägt. Ach so, das haben die alles hier außen dran rumgeschrieben. Das finde ich irgendwie blöd, weil zum Wiederverwenden hast du dann überall die Grammzahl zu den jeweiligen Produkten stehen. Es sind 1,5 Gramm. Und diese wunderschönen Wichtel, die ich mal geschenkt bekommen habe, dürfen dann die beiden Tore aufhalten. Ach, theoretisch müsstest du alle gar nicht rausziehen gleichzeitig, weil du hast quasi in der ersten Schublade die ersten Zahlen, dann die zweiten. Okay, weiter geht die wilde Reise hier am 2. Dezember. Vielleicht haben wir hier einen Lippenstift drin. Das würde von der Größe her passen. Okay, das scheint aber... Oh mein Gott, der ist eher pink, ne? Wow. In der Farbnuance 15 habe ich den hier drin enthalten. Der schaut einmal so aus und das ist halt wirklich so ein richtiger Magenta-Ton. Das ist crazy. Wenn ich das richtig interpretiere, haben wir da 4 Milliliter drin enthalten. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die fühlt sich nach einem Nagellack an. Und es ist ein Nagellack in einem wunderschönen, dunklen Kirschrot. 11 Milliliter sind hier drin von dem Power Pro Nail Lacquer. Okay, so schaut der einmal aus. Und das ist die Farbe 010. Das, ja, hier sieht man es jetzt wahrscheinlich, ne? Ist tatsächlich nicht schwarz oder so. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkles Rot. Das finde ich schon ziemlich cool. Also scheint das nicht alles von dieser Special Edition zu sein. Okay. Hier haben wir die Nummer 4. Und ich finde auch, dass der Adventskalender sich deutlich wertiger anfühlt. Ne? Ich denke, hier haben wir einen Lip Liner oder Eyeliner drin enthalten. Ja, den Klassiker. Das ist der Unlimited Precision Automatic Eyeliner and Cool in der Farbe 16, 0,35 Gramm. Das ist einer, der auf der hinteren Seite auch so ein kleines Smudge-Ding hat, so ein kleines Schwämmchen, womit man dann zum Beispiel ein schönes Smoky Eye machen könnte. Und der dürfte retractable sein. Genau, der ist so herausdrehbar und das ist so ein ganz schönes Tiefschwarz. Oh, die Nummer 5 ist so schön groß. Entweder haben wir da jetzt Eyepatches drin oder wir haben hier irgendwie, ja, leider haben wir Eyepatches drin. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir hier eine Lidschattenpalette drin gehabt hätten. Vielleicht kommt die ja später noch. Auf jeden Fall sind das die Nourishing Eyepatches und die sind wirklich großartig. Also die Eyepatches von Kiko kann ich mega empfehlen. Das ist echt mal ein Blick wert. Das ist jetzt hier mit Honey-Extract, also mit Honigextrakt. Die mit Koffein finde ich mega gut. Okay, Leute, der 6. Dezember wird auch in Italien, glaube ich, als Nikolaustag gefeiert. Ne? Und da habe ich jetzt hier das entsprechende Produkt hoffentlich drin. Ich guck mal. Falsche Seite, man weiß es nicht.
Okay, das ist auch ein Color-Kajal. Das ist in der Farbe 02, also das wird so ein Weiß sein. 1,05 Gramm. Hier haben wir auch wieder ein Standardsortimentprodukt drin enthalten. Und das kann halt machen, dass die Augen größer erscheinen, wenn man sich das auf die Wasserlinie gibt. Das kann aber auch ein bisschen zu puppenmäßig aussehen und zu hart erscheinen. Das ist jetzt hier einer zum Anspitzen, also dass man halt quasi so einen Holzstift hat, ne? Der 7. Dezember ist jetzt mal ein bisschen schwerer. Wahrscheinlich haben wir hier so ein... Nee, ich dachte, wir hätten hier so ein Base-Produkt drin. Aber das ist auch cool. Es ist auch von Kiko so eine Bürste, eine Haarbürste. Also die haben ja auch immer total fancy Limited Editions, wo du echt Sachen drin hast, da kommst du nicht drauf, ne? Und ja, das ist eine Haarbürste, kann man gut gebrauchen. Ist so eine schöne Entwirrbürste, die man halt auch manchmal verwenden kann, je nachdem, wie die so gestaltet sind. In nassem Haar, ne? Ich verwende sowas aber eh nur in trockenem Haar. Die Nummer 8 darf jetzt aber machen, dass es kracht. Mal gucken. Oh, das ist einer von denen, die Kati so sehr feiert. Contra Junkie. Kaut gerne bei ihr. Oh Gott. Schaut gerne bei ihr vorbei. Das ist der Boah. Ich habe gerade einen Knoten in meinem Gehirn. Könnte jemand kurz vorbeikommen und ihn lösen? Das ist der 3D oder 3D Hydra Lip Gloss in der Farbe 20. Wunderschön. Also ihr bekommt ja auch zum Beispiel die ganzen Kiko-Produkte bei Lookfantastic. Da könnt ihr mit Claudi Welt auch immer den maximalen Rabatt rausholen. Aber nicht alle natürlich, ne? Also die Limited Editions haben die nicht, aber die haben die auch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie der so sein wird. Den können wir ja mal swatchen. Das ist so ein bisschen My Lips But Better vom Ton her, ne? Und riecht soweit noch nicht wirklich viel. Hat so ein gebogenes Füßchen, das auch so ein kleines Loch mit Löchlein mit drin hat, sodass das Produkt gesammelt wird. Ein wunderschöner Alltagston. Den finde ich richtig hübsch. Das ist richtig toll, ne? Das ist, kann man gut gebrauchen. Das ist ein kann man gut gebrauchen Ton, genau. Ja, man kann ihn aber nicht hinstellen. Das ist das einzige Manko an diesem Schätzelein. Erste Schublade ist hiermit fertig. Gehen wir weiter. Mal schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Also ganz schön viele Stifte, Leute. Das finde ich aber toll. Der Ultimate Pen Longwear Eyeliner ist es hier in der Farbe 01. Also ein schönes klassisches Schwarz mit einem Milliliter. Ne? So schaut der einmal aus. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie die Spitze sein wird. Das ist einfach ein Schwämmchen-Applikator. Okay, ja, kann man gut gebrauchen, verwende ich auch offensichtlich immer wieder. Ich finde, das gibt einfach meinen Augen mehr Wachheit und mehr, weiß ich nicht, Schönheit. Ich mag das einfach lieber mit Eyeliner als ohne. Wenn ich mal keinen trage, werde ich gefragt, ob ich krank bin. Die Leute kennen mich einfach nur noch mit Eyeliner. Man muss aber sagen, das ist jetzt unser drittes Augenumrandungsprodukt. Das sollte jetzt eigentlich schon reichen, finde ich. Ne? Mal sehen, wie es jetzt hier in der Nummer 10 weitergehen wird. Die geht jetzt hier schon auf. Oh, Glow Fusion Highlighting Drops. In der Farbe 02 Sweet Dream mit 9,5 Millilitern. Das ist natürlich beautiful, ne? Also Highlighting Drops finde ich immer sehr, sehr nice. Oder Highlighter in flüssiger Form. Könnte mir ein bisschen zu hell sein, zu dunkel sein. Der ist nämlich, ist das so Rose Gold, würde ich sagen, von der Farbe her, ne? Könnte aber auch richtig schön passen. Das müssen wir mal gucken. Oh, die erste Schnapszahl, der 11. Dezember, kommt schon wieder in so einer länglichen Verpackung. Ist aber, glaube ich, die letzte ihrer Art hier in diesem Adventskalender. Nippliner aber jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ist auch einer. Creamy Color Lip Comfort Liner in der Farbe 08. Und da sind 1,2 Gramm drin enthalten. Der könnte, nee, noch zu keinem der vorhandenen Lippenprodukte passen, finde ich. Also das hier wäre, weiß ich nicht, könnte passen, weil der auch so ein ganz kleines bisschen in die ganz entfernte Mauve-Richtung geht. Also ganz entfernt, ne? Nicht Mauve, Quatsch, Magenta. Aber der ist doch eher rötlicher, ne? Ja, vor allem, wenn man sich das hier mal anguckt. Das ist natürlich so gar nicht mit dem Liquid Lipstick kompatibel. Aber na, mal gucken. Schauen wir mal, was hier die Halbzeit, die Nummer 12, zu bieten hat. Ich glaube, es ist ein Make-up-Eye. Ja, aber, oh Gott, du bist ja mit Glitzer. Das ist ja crazy. Es ist dieses Mal wirklich auch eins von den Eiern, die man auch sehr gut gebrauchen kann. Das ist unfassbar weich. Richtig schön. Und diese Sparkles da drauf, die sind natürlich besonders, ne? Das wird auch irgendwie Special Edition mäßig sein. Das finde ich schön. Doch, ja komm. Hat hier so zwei abgeschreckte Kanten. Hier eine ganz gerade auch noch mit dabei. Und damit kann ich, glaube ich, sehr gut arbeiten. Die Nummer 13 fühlt sich sehr schwer und sehr gut ausgefüllt an. Ich finde übrigens, die erste Halbzeit war jetzt schon relativ ausgewogen, auch wenn wir sehr viele Augenumrandungsprodukte hatten. Ne, da haben sie echt rausgehauen. Sitzt hier sehr fest drin. Huh.
Da musst du beide Seiten aufmachen und drücken. Anders klappt das hier nicht. So, hier haben wir einen Lippenstift. Und zwar Holiday Wonder Lights, ein Starlight Kiss Lip Balm. Also es ist kein Lippenstift in der klassischen Art. Oh, wie wunderschön, dass es hier auch ein goldenes Verpackungsdesign hat, ne? Oh, bist du hübsch? Ja, guck mal, wie das funkelt und glitzert. Ein Lippenbalsam mit Glitzer drin. Also das ist schon schön. Das ist so richtig holographisch. Das sind aber auch so bläuliche, pinke. Das wirst du nicht viel auf den Lippen sehen, aber ich finde das allein vom Bullet her wunderschön. Auch das ist cool. Das ist toll. Und Lippenbalm würde ich jetzt nicht unbedingt als Lippenstift so bezeichnen. Ne? Das heißt theoretisch, aua, jetzt habe ich mich gekniffen, könnten die hier noch einen Lippenstift reinpacken. Ja, der 14. Dezember. Und hier haben wir, richtig toll, Eyebrow Designer, die Gel-Mascara drin. Hä? 4,6 ml. Eyebrow Designer, Mensch, das ist einfach, ja, großartig. Ein transparentes Augenbrauengel. Das können wir doch alle sehr, sehr gut gebrauchen. Und das ist hier im Adventskalender. Ich sage das immer wieder, bei Adventskalendern im Beauty-Bereich macht gerne eine transparente Mascara rein, transparentes Puder. Man kann Primer reinmachen, Mascara generell und so, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, Produkte reinzumachen, die jeder verwenden kann. Die Nummer 15 lächelt mich schon die ganze Zeit an, ne? Also, ist aber zu leicht für eine Lidschattenpalette leider. Da haben wir wahrscheinlich eine Gesichtsmaske oder so drin. Ja, deine Lippenmaske halt, ne? Holiday Wonder Lights, eine Brightening Kiss Lip Mask. Ja, verwende ich wohl, ne? Gerade jetzt so nach solchen Drehtagen, wo ich sehr viel geredet habe, mein Mund dann auch immer wieder geschminkt, abgeschminkt, hin und her, dies, das, Ananas. Und da kann ich die eigentlich ganz gut gebrauchen. Ansonsten brauche ich die jetzt so nicht. Hat ein bisschen Sephora-Vibes, finde ich, ne? Wenn die halt auch so viele Masken für verschiedene Körperregionen oder Gesichtsregionen hier reinpacken. Und um auch diese Schublade abzuschließen, nehmen wir das letzte Büchslein hier raus, die Nummer 16. Die ist sehr leicht. Oh, ein Lippi, würde ich sagen. Oh Gott, bist du klein. Das ist der Holiday Wonder Lights in der Farbe 02. Da muss ich echt mal gucken, wie viel Gramm hier drin sind. Wahrscheinlich auch irgendwie 1,5 oder so. Muss ich mal schauen. Und das ist ein toller Ton. Ja, oh, bist du süß. Vielleicht auch nur 1 Gramm. Ich würde sagen, es ist 1 Gramm, ne? Ja. Also, da hast du halt hier eine wunderschöne Nude-Farbe. Und schön diese Sternchen da drauf. Das ist toll. Das mag ich. Ne? Eine Woche vor Heiligabend. Huch, haben wir hier den 17. Dezember. Die letzte Chance, um hier nochmal so ein Liner reinzupacken, würde ich mal so sagen. Ja, nee. Es ist ein Pinsel in der Nummer 52 und zwar ein Shader Brush. Leute, ne? Für den Monolidschatten, den wir hier mit drin haben. Aber ganz ehrlich, das ist, ich glaube, ja, wobei wir hatten auch diese Bürste, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist unser erstes Tool. Nicht ganz, aber fast. Wir werden hier Gott sei Dank relativ verschont gelassen. Achso, und die Haare fühlen sich meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so nice an. Ich finde die relativ hart. Oh, wir haben keine Lidschattenpalette drin, ganz offensichtlich. Die großen eckigen Kläppchen sind vorbei. Naja, der 18. Dezember begrüßt uns hoffentlich herzlich in der Weihnachtswoche. Ach, noch ein Lippenstift. Okay, das ist auch aus der Holiday Winter Lights Collection die Farbe 01. So sieht der Bullet einmal aus, beziehungsweise die Umverpackung. Und oh, nee. Das ist der Bronze Signature Contour Stick. Geil. Entschuldigung. Ein wunderschöner, sehr, sehr aschiger Ton. Wow. Das finde ich ja echt, also mutig und geil. Ich finde das super. Ich habe das so oft gesagt, Mensch, Kiko, ihr habt doch so viel mehr im Sortiment als nur das, was ihr da reingepackt habt in den Adventskalender. Und jetzt kommen die hier mit einem Contour-Stick um die Ecke. Den muss ich swatchen. Der ist super cremig, muss ich wirklich sagen. Aber auch schön aschig. Könnte, ne, für manche vielleicht ein bisschen zu hell sein. Ich finde den wundervoll. Oh, richtig geil. Ja, riecht halt nach Produkt, ne? Das feiere ich gerade total. Auch wenn das jetzt farbgebunden ist, aber wie... Oh, ich freue mich. Der 19. Dezember enthält eine Tube. Ja, bitte. Radiance Boost Serum Face Base. Das ist eine Full Size von einem Primer mit 30 ml. Es soll ausebnen, es soll Strahlkraft geben. Finde ich so gut. Als hätte Kiko wirklich zugehört. Hm? Als hätten die so ein bisschen auch so mal geguckt, was macht Sinn. Ich meine, auch so ein Contour-Stick können ja auch Hauttypen tragen, die etwas dunkler sind als transparent, ne? Und halt wirklich nur als Kontur, als Schatten verwenden. Das funktioniert ja auch, weil grau ist ja grau oder aschig ist ja aschig, ne?
Deswegen passt das schon. Ich finde es gerade richtig toll. Vor allem wird man hier nicht so zugeballert mit Nagellacken, mit Füllprodukten. Ich war ja doch sehr, sehr skeptisch erst. Aber jetzt, im Laufe der Zeit, kriegt er mich immer mehr. Die Nummer 20 ist relativ leicht. Ach, süß. Ja, das ist toll. Holiday Wonderlights, der Twinkling Liquid Eyeliner ist hier einmal drin enthalten. Da haben wir nicht, also haben wir vielleicht auch so 1-2 Milliliter oder sowas drin. Das ist keine große Größe. Das ist ein Dip Eyeliner. Ich bin jetzt nicht der ultimative Fan von Dip Eyelinern. Der ist einfach silber. Wie cool. Deswegen Twinkling, Leute. Das ist cool. Das ist richtig, richtig durchdacht. Mensch. Auch wenn das unser viertes Augenumrandungsprodukt ist, ist das ja auch noch so ein bisschen in Richtung Lidschatten. Toller Einstieg in den 20er-Bereich. Die Nummer 21. Eine Mascara fehlt uns übrigens noch, ne? Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Habe sie auch noch nicht da irgendwo drauf gefunden, was ich da überflogen hatte. Hier haben wir einen Klassiker drin. Witzig, das hatte meine Freundin, hat mir den nämlich letztens vorbeigebracht in der Farbe 06. Der wird ihr nicht stehen, deswegen habe ich den hier noch liegen. Das ist nämlich der Unlimited Stylo in der Farbe 21. Das ist eine ganz normale Standardgeschichte, die man auch so im Sortiment findet. Allein das hier, ne? Es wird pink. Also ja, die sind mutiger geworden. Die haben hier auch sowas reingepackt. Das ist farbtechnisch natürlich auch sehr gut aufgehoben bei dem Liquid Lipstick, den wir hier mit drin hatten. Huh! Ja, es ist nicht nur hier Standard am Start offensichtlich. Okay, und das ist eigentlich unser viertes Lippenprodukt, beziehungsweise unser fünftes, wenn wir auch noch den Lippenbalsam mit reinzählen würden. Finde ich aber okay. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, enthält jetzt nochmal, was? Duomo District. Das ist ein Parfum? Ach krass. Ich weiß nicht, wie das riecht. Ich weiß es nicht. Will ich das riechen? Ich habe eben nämlich aus dem Niche Beauty Adventskalender was getestet. Das riecht hier gerade sehr intensiv. Da gucke ich mir nochmal die Duftnoten zu an. Quatsch, wir gucken das jetzt mal zusammen. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen hier, ne? Wenn das mal sprühen würde, genau. Oh, sehr zitrisch. Aber Blume kommt gerade direkt, wow. Warum sprühe ich das eigentlich nicht einfach auf ein Duftstäbchen? Egal. Das ist ein sehr gefälliger, klassischer Duft, würde ich mal so sagen. Ja, sehr blumig halt, ne? Dieses Zitrische, das war Blödsinn. Das habe ich irgendwie nur so im Vorbeiriechen wahrgenommen. Schön. Wusste ich nicht, dass Kiko sowas auch im Sortiment hat. Wusstet ihr das? Krass. Dann gehen wir mal zu einem Tag vor Heiligabend. 23. Dezember. Hier dürfte doch... Ich vermisse eine Mascara. Hatten wir noch nicht, ne? Hier ist sie. Die Maxi Mod Long Lasting Volume and Definition Mascara. Das ist eine Originalgröße. Mascara mit einem Volumen- und Definitionseffekt. Mal gucken, ob wir hier auch wirklich zum Beispiel so eine schöne Tannenbaumbürste oder sowas drin finden. Hä? Die ist abgefahren. Okay, so schaut sie aus. Ich glaube, das da oben drauf ist nur Produkt, oder? Ja. Die sieht ein bisschen aus wie eine von Catrice, die ich mal richtig doll gefeiert habe. Die muss ich ausprobieren, da habe ich Bock drauf. Die gibt es auch bei Look Fantastic, habe ich auf jeden Fall schon öfters mal dort gesehen. Interessant, eine Full-Size-Mascara, yay! Ja, da bin ich schon mal happy. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wenn wir jetzt schon Parfüm und Mascara in 22 und 23 drin hatten, was ist dann in der 24? Oi! Oi, was bist du denn für eine Schönheit? Holiday Wonderlight Starry Night Sparkling Lipstick. Das dürfte auch irgendwie so eine 4 Gramm Originalgröße sein. Das ist eine perfekte 24. Auch wenn jetzt nicht unbedingt ein Lippenstift in eine 24 muss, ne? Aber das sieht doch schon mal so schön aus. Oh. Das ist der Bullet. Guck mal. Das ist so hübsch. Das ist so ein wunderschönes Kirschrot und dann hast du noch die Sparkles mit dabei. Wunderschön. Wow. Der schließt magnetisch. Leute, das ist der Adventskalender. Ich finde, Kiko hat es besser gemacht, auch wenn die dafür den Preis anheben mussten. Aber wir haben ein wirklich wunderschönes Verpackungsdesign. Wir haben einen großartigen Inhalt.
Ich finde den Adventskalender toll, muss ich wirklich sagen. Ich finde auch, dass die Füllprodukte, die mit drin sind, echt passend sind, auch wenn ich die Qualität von den Pinseln nicht so nice finde. Aber trotzdem, schön finde ich auch, dass wir nur einmal diese Eyepatches und die Lippenmaske drin haben und da jetzt nicht irgendwie super viel Skincare drumherum noch mit dabei ist, weil das haben die ja mittlerweile echt viel auch im Sortiment. Das ist halt wirklich ein Make-up-Adventskalender mit so ein bisschen nach links und rechts gucken, aber du bekommst wirklich tolle Produkte, die auch wirklich aus dieser Limited Edition sind. Produkte, die eigentlich auch fast jeder Hautton auch so tragen kann, auch Hauttyp. Und ich bin happy. Mit dem Adventskalender bin ich es wirklich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Dann können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.